Ja, moin moin, da bin ich wieder mit einem neuen Replay von mir und zwar mit dem Tiger 1. Wir fahren Erlenberg im Angriff. Mit dabei ist auch der Maxis mit dem Kometen. Und wir wissen momentan noch nicht ganz genau, wo wir hinfahren sollen. Es verteilt sich eigentlich ganz gut. Der Maxis fährt jetzt noch rüber, wird aber gleich zu mir stoßen, weil er von mir wieder Ärger kriegt, weil wir ja eigentlich immer zusammenfahren wollen. Es verteilt sich jetzt doch, wie wir erwarten, doch ganz gut. Ich bin Low-Tier mit meinem Tier 7er hier mit Tier 8ern zusammen. Aber es wird dennoch eine ganz akzeptable Runde. So, der Tiger, ich habe ihn ziemlich oft gespielt. Ich habe jetzt schon 400 Spiele mit dem, die Quote ist nicht ganz so gut. Glaube ich, nach dem Patch 8.8 ist die HP erhöht worden von 4000, ich glaube von 1400 auf 1500 und die Nachladezeit ist um einiges verringert worden. Ich liege jetzt, glaube ich, nur noch bei 6,9 Sekunden und das macht den Tiger dann noch um einiges stärker, als er vorher war. So, jetzt ist der Maxis auch da mitgekommen mit dem Kometen. Und versucht ein bisschen was zu spotten. Er ist schon im Baum umgefallen. Ich habe 58 von der normalen Muni mit, kein Gold und 14 HE. Werde aber, glaube ich, hier nicht mit HE schießen. So, der IS-3. Bouncer. War auch nicht besonders gut gezielt, muss ich sagen. Der AMX kommt hoch. Der kriegt gleich eine mit. Und ihr seht, wie schnell der Tiger 1 nachlädt. Das ist echt ein großer Vorteil von diesem Panzer. Er hält natürlich nicht viel aus. Er hat natürlich eine gute Angriffsfläche von vorne. Ziemlich flache Wanne kann man schön reinschießen. Also, da muss man schon sehr vorsichtig fahren mit diesem Panzer. So. Wir halten uns hier unten auch so ein bisschen in Deckung. Der Pershing macht hier Ärger. Versuche ich dem Maxis zu helfen. Trotz, dass ich in den Turm geschossen habe, im Bouncer. Noch eine Chance. Oh! Noch ein Bouncer. Rechts von dem AMX aus der Stadt. Ich kann ihn gar nicht sehen. Noch ein. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ich ihn einfach nicht sehen kann. Irgendwo dort hat er sich versteckt. Jetzt, nee, es ist ein anderer. Es gibt dieses Video oder dieses Spiel auch als normales Let's Play aus der Perspektive des Maxis, wenn ihr es gesehen habt. Und ich hatte da eine ganz gute Runde und dachte mir, ich lade es auch noch mal als Replay hoch. Also wie gesagt, dieses Spiel gibt es schon als Let's Play, aber aus der Perspektive von dem Maxis. Ich bin leicht ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich spreche ein wenig nasal. So, und dann diskutiere ich, glaube ich, mit dem Maxis noch. Er möchte bitte gerne in die Stadt fahren und das dort spotten, weil wir sonst von hinten gleich Besuch kriegen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich werde mich dann hier platzieren und dann hoffen, dass der Maxis da was ausspotten kann. Weil wir sind hier vorne, sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Und dann kann ich mir das erlauben, hier auch mal den Rückzug anzugehen. So, und da ist er auch schon. Die Sau. Ah, ich komme noch nicht so richtig ran, doch jetzt komme ich ran. Kriegt er den ersten. Dann möchte ich noch einen zweiten haben. Den kriegt er. Da trifft der Max das auch nochmal und dann. Wer nimmt ihn raus? Wer nimmt ihn raus? Ich nehme ihn raus. Jawohl. Und dann ist er auch weg und die Gefahr aus der Stadt ist jetzt zumindest schon mal weg. So. Ist eigentlich gut verteilt. Also wir sind in der Verteidigung und das sollte jetzt eigentlich, sieht man eigentlich auch schon, es ist sehr gut verteilt, dass da nicht so viel schief gehen kann, wenn wir uns nicht ganz doof anstellen. Jetzt entscheide ich mich dann noch mal hier vorne ein bisschen in den Angriff zu gehen und suche mir den Black Prince.
Hinten steht noch ein Rheinmetall, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Wie man weiß ja auch aus meinen Replays, der Rheinmetall kann gut austeilen. Da unten steht er. Und ist Gott sei Dank raus. Das macht die Sache um einiges einfacher. Gut, T28 Prototyp steht dort noch. Von vorne auch schlecht zu attackieren, sag ich mal. Prinz. Bouncer Glück gehabt. Der STI, der AMX 5012 ist raus. So, jetzt versuche ich noch mal den Black Prince zu krallen. Ist noch einer in den Turm geschossen. Und noch ein. So macht das Spaß. Und ich kriege noch eine Chance. Und kann ihn auch noch rausnehmen. So, ich habe jetzt zwei Kills und 1381 Schaden. Die Seite sollte aufgeräumt sein. Hier kann nicht mehr viel kommen. Auf der anderen Seite ist noch einiges. Also ich glaube, der Rest, der noch vorhanden ist vom gegnerischen Team, befindet sich auf der anderen Seite. Muss man natürlich jetzt zusehen, wenn man noch was schaffen will, dass man darüber kommt. Ja. Der schnellste ist der Tiger natürlich nicht. Der Maxis hat es mit der AT-15 zu tun und ja, schade. Tut mir leid. Weg ist er. Jetzt haben wir keinen Spot mehr in der Mitte. Und noch vier Panzer im gegnerischen Team. AT-15 ist noch voll. Sehr guter Spieler, wie man auch an den WN7-Werten sehen kann. Da muss man vorsichtig sein. Die AT-15 ist natürlich auch schwer zu durchschlagen. Ja, einem neuen Patch 8.11, der jetzt bald kommen wird, haben wir die Map auch noch mal gespielt, um euch mal zu zeigen, was sich geändert hat. Die hat sich einiges geändert. Also wie das Spiel jetzt hier verlaufen ist, wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr laufen können, weil die ganzen Hügel, die sind alle planiert worden. Also ich fand diese Map eigentlich immer ganz schön mit diesen Hügeln, aber das ist jetzt alles vorbei. War eigentlich eine meiner Lieblingsmaps und wir werden sehen, wie ich mit der anderen klarkommen werde. Oh, den hätten wir mir wenigstens noch mal geben können. Und man kann jetzt hier auch irgendwie auf diese mittlere Insel rauffahren. Das war jetzt wohl bisher noch nicht möglich, aber in Zukunft wird man das wohl können. Ob das jetzt wirklich was bringt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. So, was haben wir noch über? Den T29 haben wir noch über. Na, ob ich da noch mal einen Schuss kriege. Steht schon unter Feuer. Und der IS-8 und im KV-3. Da muss ich ganz viel Glück haben. Nein, nein! Und. Ja, schade. Naja, es nützt nichts. Es kann einem ja nicht alles glücken. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch wieder die Abschlussabrechnung wieder einblenden und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.